Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie auch im Google Chrome Browser den sogenannten Fade-In-Effekt auf google.de und anderen Google-Webseiten ausblenden können. Fade-In-Effekt ist das, wenn ich die Seite neu lade, dann sehe ich zuerst keine der entsprechenden Menüpunkte und erst wenn ich mit der Maus wieder drüber fahre, über den Browserbereich, dann werden die langsam eingeblendet. Und für diejenigen, die direkt ins Menü hier oben müssen, für die ist es ein bisschen störend. So, ein entsprechendes Video für den Firefox haben wir schon gezeigt. Hier also genau das gleiche für den Chrome-Browser. Wir gehen direkt auf unser Tools-Symbol oder Schraubenschlüssel-Symbol und wählen die Erweiterungen an. Dann klicken wir hier auf weitere Erweiterungen herunterladen. Auf jeden Fall, wenn wir den Google Chrome-Browser benutzen. Wenn wir zum Beispiel den Iron-Browser benutzen, dann müssen wir die URL chrome.google.com/extensions von Hand anspringen. Also das dann einfach in Ihre URL-Zeile eingeben. Wir haben hier oben unsere Suchzeile und da suchen wir einfach nach Fade In oder Fade Minus In. Dann sollten wir hier als zweiten Treffer finden Disable Google Fade In. Klicken wir also einfach nur drauf. Wir klicken auf Installieren. Dann nochmal installieren. Und das war es dann auch schon. Jetzt ist es sofort da, auch wenn ich jetzt auf Reload drücke. Immer da. Okay.